Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tourist Bus Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich dachte mir, ja, man bräuchte einen Ölwechsel hier bei dem Bus. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das auch genau das nächste, was wir hier in Angriff nehmen oder was ich in Angriff nehmen werde. Das heißt, ich würde jetzt erstmal stumpf auf den Tag hinspringen, wo wir das Ganze haben zwischen, okay, 8 Uhr, wir springen wir schon auf 8 Uhr. Dann machen wir den Ölwechsel und springen vor. Ein bisschen. Okay. Auftrag gescheitert. Jetzt bin ich verwirrt. Ist jetzt der ganze Auftrag hier verkackt worden und so weiter und so fort? Oder wie oder wo oder was? Scheint mir ja so. Egal, das regeln wir danach noch. Ich muss erstmal wieder rausfinden, ey. So, wunderbar. Werkstatttermin. Dann gucke ich noch auf die Karte, wo wir die nächste Werkstatt hier haben. Hier. Dann fahren wir dorthin. Starten die Zündung. Starten den Motor. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die. Da wollte ich hier zu. Schalte ich mal die Klimaanlage ein. Gang rein. Leertaste lösen. Genau sowas mit dem Gucken. Und dann geht es die paar Kilometer zur Werkstatt. Das ist dann der erste Werkstattbesuch, den wir hier machen. Warum wir das machen, können wir auch nochmal kurz gucken bei den Fahrzeugen. Das ist ja gerade das Spielerfahrzeug, muss einen Ölwechsel machen, der ist schon seit ja, gut 6000 Kilometer überfällig. Deswegen machen wir den und bald kommt dann noch kein Riemenwechsel und so weiter ran und Bremsbelagwechsel. Aber das ist erstmal das Ding, was wir heute machen werden, oder in diesem Video. Und danach müsste ich mal schauen, wie das ist, ob jetzt der Auftrag komplett, diese eine Linie komplett jetzt ad acta gelegt wurde. Ich wollte auf 3 drücken und so gucken, ob da was kommt oder von links. Dann rum hier. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach nur im ersten Gang und nicht im. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt gerade schalten. Jetzt nicht mehr, sehr schön. X. Ach Gott, auf X kommt man ja auch echt schlecht. Also klar, es ist sehr nah an WASD dran, aber es ist unbequem, sagen wir es mal so. Kommt nix. Da auch nicht. Da auch nicht mehr. Dann kann ich einmal rum. Gefühl ist immer so knapp. Wenn es dann darum geht. Dann ab in den Kreisverkehr. Einmal eine schöne Runde drehen. Ich finde das mit dem Bus hier mit der Tastatur zu fahren deutlich angenehmer als mit dem Auto selber. Das lässt sich halt so unangenehm steuern. Und Tastatur, wie gesagt.
Dann geht es eben nach Puerto de Rosa. Und der Puerto del Rosa war das. Puerto del Rosario. So, meine Güte. Kommen wir ganz durcheinander hier. Dann dort zur Werkstatt. Wir sind rechtzeitig da und kann der Bus danach. Ja. Ich hätte doch nochmal stärker reinbremsen sollen. Wäre drin gewesen. Aber gut, Schaden hätte ich eh bekommen. Warum fährt denn der jetzt nicht? Weil er blöd ist und einfach nicht will. Toll. Komme ich hier auch lang? Ja, dann. Oh, toll, jetzt geht's auch weiter. Super. Dann fahre ich jetzt auch wieder hier lang. Zur Werkstatt. Ich glaube, repariert wird der Truck ja nicht. Der Bus ja nicht. Es wird nur ein Ölwechsel vollzogen. Wenn er jetzt noch repariert werden würde, wäre es natürlich super. Aber gut, Karosserieschaden. Kann natürlich auch sein, dass wir das Karosserieschaden, dass wir das in unserer Garage machen müssen. Dafür bräuchte ich natürlich erstmal Mechaniker und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich habe mich auch nur für einen Ölwechsel angemeldet. Von daher wird auch, glaube ich, nur ein Ölwechsel vollzogen. Ich bin auch wieder viel zu weit hier in der Straße drin. Na, jawohl. So weit, dass der Audi sogar wartet. Freiwillig. Da vorne ist auch noch eine Bushaltestelle. Da habe ich sogar doch schneller rumgeklickert, dass ich da. Ja, auch noch schneller bremse. Ich hätte gedacht, hier gibt es nochmal ein paar Restaurants oder so, die man hier mitnehmen kann. Für eine Sightseeing-Tour oder sonstiges, aber scheinbar gab es hier keine. Dann geht es jetzt weiter hier zur Werkstatt. Nochmal hier rechts abbiegen. Auch nochmal sind sogar eine Bushaltestelle direkt dabei. Wird ja wahrscheinlich kein Bus rauskommen oder sonstiges. Ist wahrscheinlich Spieler-only hier. Das ist jetzt die Frage. Muss ich jetzt irgendwo reinfahren oder nicht? Doch. Ja, ich zahle ja nur für den Ölwechsel. Ich will bis, ja, das dauert nur 33 Minuten für den Ölwechsel. Wie gesagt, Karosserie-Schaden habe ich nicht angemeldet. Das kann ich nur selber machen, scheint mir so. Das heißt, ich habe jetzt den Ölwechsel verzogen. Dann würde ich sagen, fahre ich jetzt wieder zurück. Mitarbeiter. Ist halt die Frage. Das ist ein gescheiterter Auftrag. Ist aber noch freigeschaltet, der Dauer. Ah ne, ist abgeschossen. Die Linie 22. Gilt jetzt abgeschlossen und kann ich quasi immer noch machen. Den Auftrag mal wieder an mit dem und das soll der Fahrer machen.
Dann wäre die nächste Fahrt morgen um 22 Uhr war das, glaube ich, ne? Genau, einmal, nee, um 20 Uhr. Ich kann das aber Ganze auch nochmal hier nochmal annehmen. Das Ganze um 19 Uhr, einen Tag später. Und das waren dann alle Aufträge bisher, die der Fahrer jetzt nehmen könnte. Gut, er könnte noch L-Material und so weiter machen. Am 15.06., einmal am 15.06., einmal am 18.06. Das sind so Sachen, die könnt ihr halt auch fahren, ne? Also dann würde das wäre so ein passives Einkommen. Passives Income, genau. So, zack. Und dann den Auftrag auch noch. Und die anderen kann er ja gar nicht machen. Die muss ich ja erstmal freischalten. Eine Stunde 40 und eine Stunde 20. Da werden wir wahrscheinlich dann im nächsten Video dann ein bisschen was zu fahren haben. 15.06.22 Uhr. Das schneidet sich aber mit dem. Und 13 Uhr schneidet sich mit gar nichts. Dann kann ich den einen Auftrag zumindest fahren. Aber erstmal wird der Bus zurückgefahren. Zum Depot. Hey, da ist gar ordentlicher Wendekreis hier. Da gibt es sogar noch mal Toiletten, glaube ich. Aber sah zumindest kurz aus. Dann fahre ich mal zurück. Und wie gesagt, beim nächsten Mal, also 14.06. da haben wir jetzt ja gerade keine Aufträge, aber morgen gäbe es dann den nächsten Auftrag. Und der Bus wird auch ordentlich genutzt werden, nicht nur durch uns, sondern auch durch unseren Fahrer. Der wird dann morgen am 15.06. dann ordentlich Kilometer runterbringen. Morgen drei Touren. Da haben wir ein Hotel entdeckt. Gut, da. Ich werde irgendwann nochmal mit dem Auto hier über alles, was hier bei in Puerto del Rosario ist, abfahren. Andersrum. Rechts kommt nichts. Links kommt was. Rechts kommt nix, links kommt nix, rechts kommt nix. Schön hier ausholen. Aber auch wieder zurück einlenken. Zurück einscheren. Tank. Ja. Wie sieht der Tank aus? Ich weiß gar nicht mal, wie man da noch hinkam. Oh, ich müsste aber noch mal tanken. Tank ist halb voll noch. Da kommt nix, da kommt nix. Einmal rum, bitte. Wenn ich dann im nächsten Video dann und davor der Bus noch nicht gefahren wird, dann nochmal Dings fahre, dann würde ich ja schon gerne nochmal vorher tanken. Hier kann ich nicht tanken, dann muss ich mal eben. Boah, wie komme ich denn jetzt zur Tanke hin? Das war so eine andere Sache. Würde ich mal eben hier tanken wollen. Dann ist der Bus zumindest voll getankt, dann kann der zumindest am den Tag komplett genutzt werden. Am 15.06. hat er ja ordentlich was zu reißen. Links kommt nichts.
Rechts, wo ich hin will, kommt auch nichts. Das war auch, glaube ich, knapp. Restaurante Alfonso aufgedeckt oder entdeckt. Kämpfe ich mir mal den Berg hinauf, werde ich wahrscheinlich nochmal das eine oder andere Place noch mehr aufdecken, das wollte ich sagen. Ich wollte nicht blinken, ich wollte das auch nicht anders einstellen, ich wollte eigentlich gucken, ob da was kommt, da kommt nichts. Also geht es in den Kreisverkehr rein, zweite Ausfahrt nehme ich mir. Wie soll man denn hier eigentlich mit dem Bus rein, ey? Das ist doch super eng. Scheint da geklappt zu haben. Schön immer hier rückwärts hin und her. Da ist ein Zaun. Also tanken wird auf jeden Fall immer ein Abenteuer sein, habe ich das Gefühl. So, Motor ausschalten, dann einmal tanken. Wir wollen ja schließlich nicht liegen bleiben. Ja, und jetzt? Jetzt auf Abbrechen oder was? Scheint geklappt zu haben, sehr schön. Dann geht's jetzt wirklich wieder zurück zum Depot. Also tanken wird ja echt immer ein Abenteuer sein, habe ich das Gefühl. So, jetzt einmal hier links rum. Wenn ich mal rumrum kann. Kommen wir auch gerade einiges aus dem Kreisverkehr raus. Es wäre schön, wenn du hältst. Dankeschön. Kamera, bitte nach vorne. Danke. Der biegt ab. Dann aus dem Kreisverkehr raus. Und den nächsten nehme ich auch die erste Ausfahrt direkt. Eieiei. Also genau, wegen Karosserie, wegen Karosserie brauche ich auf alle Fälle den eigenen Mechaniker. Mal schauen, wie gut ich mich demnächst schlage und wie gut sich der Fahrer schlägt und ob der Bus nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist dann vielleicht, wenn ich das möglichst lange hinauszögern kann, bis wir einen Mechaniker kaufen. Kaufen, vor allem einstellen. Denn wenn ich den Mechaniker einstelle, würde ich schon gerne so ein auch noch zusätzlich noch einen Deal machen, von wegen, dass wir Werkzeuge und sonstiges bekommen. Also Werkzeuge und Ersatzteile für, was weiß ich, Keilriemen, was auch immer es da nicht alles noch gab. Aber davor möchte ich halt ein bisschen Geld reinbringen, ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen mehr grüne Zahlen schreiben.
fahre den Bus mal einfach rein. Wunderbar. Türen öffnen. Und genau, dann gehe ich noch mal kurz gucken. Ich denke mal, es wird sich links geändert haben. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir diese eine Strecke dort fahren werden. Oh, es gibt noch mehr Aufträge, aktuell zumindest. Oh, die jetzt... Achso, aktuelle Aufträge, ich meine natürlich neue Aufträge. Genau, wir werden wahrscheinlich sogar den längeren nehmen. 1000... diesen Auftrag der Linie 101 El Matorral Puerto del Rosario. Darum dauert das in 1 Stunde 40. El Matorral ist doch um die Ecke. Also, wir sind doch in El Matorral und Puerto del Rosario ist doch um die Ecke. Aber egal, 1360 Euro bekommen wir dann für den Auftrag. Das ist aber ein normaler, ne? Also, nee, das sind alle Aufträge. Aber es ist eine normale Fahrt. Shuttle Service und Sightseeing-Touren noch aktuell nicht. Ich nehme die Auffahrten sicherheitshalber. Das heißt, den Auftrag werde ich wahrscheinlich am nächsten Video dann annehmen. Denn den können wir nicht nehmen, weil der überschneidet sich mit dem hier, mit der Linie 11. Also die Linie 291 überschneidet sich mit der Linie 11, die unser Fahrer fährt. Sprich, 13 Uhr ist das Einzige, was wir nehmen können. Das wäre dann die Linie 101 El Matorral Puerto del Rosario. Castillo Caleta de Fuste. Das war die Linie 22, ich verstehe. Aber da wird auch ein bisschen Geld reinkommen, das ist schon mal sehr gut. Geld ausgeben, das durfte ich bisher ja schon zu Genüge. Das Einzige, was halt jetzt in diesem Fall noch fehlt, wäre dann das andere. Genau, wir haben allgemeine Einnahmen von 201, allerdings haben wir halt Restschuld, wir haben noch Gesamtausgaben. Ich mache noch eine Restschuld von 203.000. Kreditraten und so weiter, ist ja klar, Zinsen und so weiter. 3% hohen Kreditsatz. Genau, also ich denke mal, dass ich irgendwann ein bisschen mehr Kredit zurückzahlen werde. Allerdings arbeite ich mich erstmal so darauf hin, dass ich dann vielleicht so auf aktuellen Betrag von 200.000 komme und dann schauen wir mal weiter, je nachdem. Wir gucken mal. Auf jeden Fall wird es dann im nächsten Video die Linie 101 geben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Tourist Bus Simulator Video wieder.